Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Es ist ultra warm. Meine Haare stehen zu Bergen. Ich muss gleich duschen gehen. Und zwar habe ich einen Haul für euch. Ich mache aber mehrere Videos. Ich mache ein extra Video zu den Produkten von Rossmann. Da habe ich nämlich ganz neue Produkte. Jetzt mache ich einen Food Haul. Und ich war auch im Action. Da mache ich auch ein separates Video. Da teile ich so ein bisschen auf. Genau. Hier wollte ich euch zeigen, das ist der dieser Fußpool, um die Füße zu waschen. Super genial. Hat hier zwei Henkel, um das nachher auch zu tragen und dann im Waschbecken auszukippen und so. Und dann kann man das so rum dann lagern, damit es austropft und trocknet. Ne? Muss man hier unten aufblasen und hier an der Seite. Aber super genial. Wollte ich euch nur mal gerade zeigen. Genau, stellen wir mal darüber. Ich war mit meinem Mann im Lidl. Wir waren tanken gewesen. Wir haben getankt. Waren im Lidl. Da habe ich mir für 99 Cent so eine Käseschnecke geholt. Habe ich nicht ganz geschafft. Und für, ich meine, 99 Cent einen Schokodonut. Den esse ich aber gleich mit einer Tasse Kaffee schön draußen, wenn meine Hunde laufen. Dann haben wir unterwegs diese Delikatesse Mini Geflügelwiener gegessen. Genau, die können dann jetzt in den Müll. Genau. So, dann habe ich mir im Lidl diese Mix Max Cola und Orange geholt. Ja, ist auch fast leer. Also in dem Wetter hier kriegt man Durst, ne? Ich wollte ein bisschen was Süßes haben, aber davon kriegt man eigentlich noch mehr Durst. Und ich habe im Nettomarkt habe ich mir so ein 6er-Pack hier von den Kleinen geholt und da habe ich auch schon fast eine leer. Jo, ne? So, gucken wir mal. Im Rossmann. Da zeige ich euch gerade schon mal die Sachen, weil die brauche ich für meine Hunde jetzt und so. Dann wollte ich schon mal wegrollen. Genau, da habe ich für 1,69 zweimal diese Wickelunterlagen geholt. Die kann ich euch ja schon mal zeigen hier. Und für 1,49 von Baby Dream, Windelbeutel, frische Duft, 100 Stück, um die Kacker und alles hier draußen im Hofgarten aufzusammeln und ne, wenn man spazieren geht. Dann habe ich für meine Hunde, die kriegen ja zwischendurch immer mal so ein Babygläschen unter ihrem Trockenfutter. Gerade meine zwei Kleinsten, Marie und Rocky, die sind von der Statur her so ein bisschen schmäler. Ja, aber die sind gesund. Gell? Damit mir nicht einer hier direkt einen Kommentar drunter schreibt und dann geht er mal zum Arzt. Meine Hunde, die sind gesund. Moment. Von Baby Dream, da habe ich einmal mit Karotten mit Kartoffeln und Rind geholt, mit Bio-Rapsöl, ohne Salzzusatz. Das kriegen die so zwischendurch mal unterm Trockenfutter. Und gerade meinen zwei Kleinsten schmeckt das ganz gut, aber auch meine zwei anderen, die kriegen das auch. Dann habe ich noch vom Baby Dream Karotten mit Kartoffeln und Alaska Seelachs. Genau. So, dann war ich ja auch wieder im Futterhaus. Da habe ich von Pedigree diese Leckerbissen Tasty Minis wieder geholt mit Huhn. Diese Teile hier. Genau. Für meine Kleinsten. Da steht zwar Junior drauf, aber das ist egal. Die hier kriegen aber auch nur meine zwei Kleinsten. Weil die haben so kleine Mausezähnchen. Und am Wochenende war ich mit meinen Hunden ja im Garten und dann haben wir gespielt. Und da hat meine Kleinste, die ist gelaufen, die Marie, die ist gelaufen und hat sich die Wolfskralle an der Seite selber fast rausgezogen. Die ist ganz normal gelaufen, die ist scheinbar irgendwo am Boden hängen geblieben und hat sich die Wolfskralle so richtig gezogen, hat geblutet, hängt ein bisschen krumm. Die fällt entweder von alleine ab oder die Hunde knabbern die ab. Ja, hat ein bisschen geblutet, aber nicht dolle, Gott sei Dank. Aber sie hat geschrien wie im Spieß. Klar, tut ja auch weh, ne? Und ich war total voller Schreck und bin aufgesprungen und habe die direkt hochgeholt und geguckt und gemacht und getan. Habe ihr Pfötchen gekühlt, weil sie nachher natürlich auch ein bisschen gehumpelt hat. Halt ein bisschen wehgetan hat, aber es geht wieder, ne? Ich habe auch meine Tierärztin direkt angerufen. Ist ja eine Tierklinik, wo ich ja immer hingehe,
von diesen, ja, kleinen Nebentierärzten sind zwar auch gut, aber die meisten haben nicht so die richtige Erfahrung. Also ich habe ja mit einem Tierarzt keine gute Erfahrung gemacht. Da habe ich ja gewechselt, die war wirklich gut, aber ich habe jetzt mich dafür entschieden gehabt, bei einem richtigen Tierklinik umzuwechseln. Haben wir auch gemacht mit unseren ganzen Tieren, mit den Meerschweinchen, mit unseren Häsen, mit unseren Hunden. Und wenn unsere Hunde wirklich dann was Schlimmeres mal haben sollten, dann sind die direkt in wirklich guten Händen und die machen auch OPs und hast nicht gesehen. Und die sind sehr, sehr gut. Und ja, und meine zwei Kleinsten, wie gesagt, die haben so ganz kleine Mausezähnchen. Und wenn ich denen mal etwas größere Leckerlis gebe, haben die echt schon damit zu tun, die zu beißen. Und die Marie hat letztes Mal so einen großen Cracker gegessen und dann war der eine Eckzahn hier oben ein bisschen am Bluten gewesen. Da hat sie scheinbar zu fest gebissen. Und deswegen gebe ich denen meistens jetzt immer hier diese kleinen hier. Das steht zwar Junior drauf, aber das ist ja egal. Ne, die kleine Babys, Junior, also Hundekinder, bei denen ist das mit den Zähnchen ja genauso, wenn die wachsen und so. Und da mache ich nichts verkehrt bei meiner Marie und bei dem Rocky. Und da fahre ich auf der sicheren Seite und die sind wirklich schön softy. Ne? So, Labarababa, meine Güte. So. Leute, ich habe heute echt einen Durst. Das ist echt wieder zu schnell warm geworden. Die ganze Zeit nur kalt, Regen, dunkel, trüst und jetzt auf einmal so, bumm, 30 Grad. Bist du reingeschmissen. Ob du willst oder nicht. Dann haben wir hier vom Nettomarkt. Diese Verfora Toilettenpapier Recycling, dreilagig, 8 Rollen, 200 Platz. Ja, normal, ne? Hol ich immer. Das ist egal. Ich hole das da so meist immer. Ja, dann war ich noch im. War mir noch im Kaufland. Da wollte ich eigentlich hin, um mein Rotbäckchen Immunstark zu holen. Ja, aber mein Rotbäckchen Immunstark, der dauerhaft 2,95 Euro kostet, die große Flasche, 700 Milliliter, ist immer ausverkauft. Immer ausverkauft. Immer, immer, immer. Naja, muss ich mal gucken, wo ich die Tage woanders eine herkriege. Auch in der Drogerie, meistens immer ausverkauft. Dann habe ich jetzt hier für 1 Euro Wischbezug, Mikrofaser, geeignet für alle gängigen Klapphalter. Jo. Für glänzende Böden, hohe Saugkraft. Hat mir gefallen, war schön pinky pinky, wisst ihr, gell, für den Boden zu putzen mit so einem Moppi. Habe ich mal wieder Neues gebraucht, deswegen kam das für 1 Euro mit. Dann habe ich ein Kaufland für 1,49 aus Spanien, 1000 Gramm, Klasse 1, Karotten geholt. Für uns, für meine Hunde kriegen auch mal so ganz kleine Stückchen, für meine Meerschweinchen. Ja, meine Snow White, die frisst da zwischendurch auch mal, aber die mag eher diese trockene Variante, wie Heu und trocken, dieses gemischte Trockenfutter, was ich ja immer gebe, oder diese getrockneten Kräuter. Ne? Wenn ich die bei uns draußen im Garten an ihren Gehege raustue auf die Wiese, das frisst sie ganz normal, das Gras. Aber wenn ich immer so Salat oder Gurke oder so mal rein tue, das will die gar nicht. Auch kein Äpfel oder sowas, die will das einfach nicht. Das kann ich ihr wie oft anbieten, aber sie soll das fressen, was ihr schmeckt. Und das kriegt sie von mir auch. Ne? Dann hat mein Mann für 4,99 von Parksalt. Ist ja auch, glaube ich, die Marke auch vom Lidl, aber hier ist vom Kaufland. Ein 11-teiliges Set Steinbohrersatz. Ja, Steinbohrersatz. Hier sind sie alle drin. Wir haben das letzte Woche, da haben wir hier draußen, haben wir ja von meinen Eltern dieses ausziehbare Sichtschutz da bekommen. Das haben wir jetzt festgemacht. Da guckt uns jetzt keiner mehr von unten nach oben. Haben wir einen Steinbohrer gebraucht. Mein Papa hatte keinen Steinbohrer, ja, und sonst so hatte auch keiner Steinbohrer. Und dann waren wir auch überall. Wir waren im Center Shop, wir waren überall gewesen. Keiner hatte einen Steinbohrer. Du konntest da einzeln nicht kaufen. Wenn immer nur so ganze Sets für
20, 30 Euro und das haben wir nicht eingesehen zu kaufen jetzt. Ne? Und jetzt durch Zufall haben wir für 5 Euro ein 11-teiliges Steinbohrer-Set gesehen. Ja, und mal direkt eingetütet. Dann haben wir für 49 Cent basierte Tomaten mitgenommen, weil ich mache heute frische Pizza. Da haben wir richtig Bock drauf, ich und mein Mann. Genau. Im Kaufland habe ich 16,12 Euro bezahlt. Dann habe ich im Kaufland für 2,99 habe ich da neue Wäscheklammern geholt. 100 Stück für 2,99. Das geht. Das ist nicht teuer. Weil meine Wäscheklammern, die gehen jetzt langsam alle kaputt oder sind schon ganz alt. Deswegen müssen da mal ein paar neue her. Ich habe auch gerade aktuell draußen im Garten an meinem Wäschenspindel auch die Wäsche draußen hängen. Dann habe ich im Kaufland für 1,39 Kuschelweich mitgenommen. Sommerwind. Ja, 1 Liter. Kennt ihr ja, ne? Für 1,39 im Angebot. Ach so, ich habe gestern ein bisschen gebastelt. Und zwar habe ich mir eine eigene Handykette gemacht. Das sind die Verschlüsse. Ne? Und dann habe ich hier so, hier oben mit Schleife, so verschiedene Perlen dran gemacht. Hier habe ich auch meinen Namen geschrieben. Hier habe ich Jessica geschrieben. Ja, sind so verschiedene Perlen habe ich dran gemacht. Eine richtig schöne Handykette habe ich mir gebastelt. Dann mache ich mein Handy, meine Handyhülle, beide Seiten dran. Und dann kann ich mein Handy schön so umhängen, um mich drum hängen, mit den zwei Verschlüssen an der Hülle festmachen. Und mein Handy bampelt dann hier so bei mir. Oh, genau. Die habe ich selber gebastelt gestern. Genau, wollte ich euch auch noch gezeigt haben. So, und wir haben im Kaufland eine Wassermelone geholt. Kaufland Wassermelone. Das Kilo kostet 99 Cent. Netto Gewicht. Ja. 3,77 Euro habe ich bezahlt. Geht eigentlich, gell? Für so eine Wassermelone. Wassermelone ist sehr gesund. Ne? Weil die sehr viel Wasseranteil ja auch hat. Wassermelone könnt ihr euch selber mal ein bisschen, wenn ihr wollt, beschäftigen mit. Hat sehr viele Eigenschaften für den Körper und hat auch eine Menge Vitamin C und alles drum und dran. Und Wassermelone ist echt super. Die werde ich und mein Mann nachher mal anschneiden und mal uns ein Stück genehmigen. So, dann ist die erste Tüte hier vom DM, die ist leer. So, was haben wir denn hier in der Tüte? Muss ich mal gerade gucken. Ja, und wir waren, wie gesagt, gerade noch kurz bei meinen Eltern gerade gewesen. Ach so, das hier ist glaube ich Action, oder? Moment, da müssen wir mal gerade gucken. Also, die Sachen vom DM-Markt für meine Hunde, die zeige ich euch jetzt schon. Jo! Ja, das war nicht so genial. Und zwar habe ich hier einmal Denk mit Hygienespüler, der mir gerade kaputt gegangen ist. Super. Jetzt kann ich die gleich auch noch putzen. Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht schlimm. Sorry Leute, ich muss gerade mal kurz ein bisschen aufputzen.
Sorry, Leute, ich bin direkt wieder da. Aber das hier ist halt Real Life, ne? Das ist nichts hier vorgedreht, rausgeschnitten oder sonst irgendwas. Das ist alles live. So. Ach, da habe ich hier auch noch was gesehen. Ja, muss ich gleich meinen Putzlappen, der neue, ausprobieren. Hab gerade ein bisschen aufgewischt. Ist nicht schlimm. Denk mit, Hygienespüle habt ihr jetzt gesehen. 1,65. Ja, ist mir jetzt aus der Tüte rausgefallen. War halt dumm jetzt. Und hier, Vernell. Fresh Cotton, 814 Milliliter. Ne? Zeige ich euch das. Das ist Real Life. Hier ist nichts vorgedreht. Hier ist nichts rein oder raus geschnitten. Alles live. Ne? So, wo waren wir dran? passiert. Von Dein Bestes für kleine Hunde. Reich an Lamm mit Granatapfelkern mit Vitamin. Und all den Gedönsen. 2,95 kennt ihr ja auch schon von uns. So, dann für 95 Cent von Dein Bestes verbesserte Rezeptur. 2 Knabberstäbchen mit Gemüse für meine Meerschweinchen und für meine Häsin. Dann habe ich für meine Hunde von Dein Bestes diese Delikatesse Leberwurst geholt. Mit viel frischer Leber und Petersilie. Ohne Zuckerzusatz. 75 Gramm. Mögen meine Hunde zwischendurch auch ganz gerne mal. So, dann habe ich für 95 Cent von Dein Bestes für kleine Hunde Hühnerfiletsticks geholt. Die kennt ihr ja auch schon von uns, ne? Genau. So, und im Action habe ich hier von Pinky diese Sherry Sticks White Duck. Diese Denta-Dinger da geholt. Die kennt ihr ja auch schon, gell? Genau. So, muss man gerade hier gucken. Das ist das Duschgel von meinem Mann. Da zeige ich euch auch, weil der will gleich duschen. Balea Man Deep Sensation Duschgel 4-in-1 Körper, Gesicht, Haar und Duft. Anziehender Duft von Bergamotte und Zederholz. 300 Milliliter und ist vegan. Heute habe ich irgendwie die Fallsucht. Ich weiß auch nicht. Alles Fall hin, schmeiß weg, tritt sich fest. Genau. So, dann habe ich hier für meine Hunde noch von Dein Bestes 85 Cent. Reich an Kalb, gell, 400 Gramm. Und was haben wir noch? 60% Huhn mit Zucchini, Süßkartoffel und Leinöl. Kennt ihr auch schon? Ja, da habe ich die Tasche geholt, die mein Papa mir geschenkt hatte, hier von Grünländer oder was? Genau. So, dann haben wir die Tüte hier auch jetzt mal leer. So, dann habe ich mir bei DM, da zeige ich euch alles jetzt vom DM-Markt. Du bist wundervoll, vergiss das nie. Also bitte vergisst nie, ihr seid alle wundervoll. Von Balea, für dich Badesalz. Mit dem Duft nach Mandelmilch und weißen Blüten. Mit Traubenkernöl und Kirschextrakt. Riecht super gut. Ist vegan. 80 Gramm. Hole ich für mein Fußbad. Riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Der M-Markt habe ich 19,55 Euro bezahlt. Da habe ich mir auch noch für 1 Euro noch was. Hat Sonnenlichtschutzfaktor 15 drin. 10% Aloe Vera von Balea. Feuchtigkeitsspendende Tagescreme. Für einen strahlenden Tint mit Hydrokomplex, Normal und Mischhaut. Ist vegan. Ja, 50 Milliliter. Habe ich mir mal die Creme hier mitgeholt. Und ich habe mir im Doppelpack auch 10% Aloe Vera ohne Alkohol, ohne Zusatz von Ethanol. Erfrischende Reinigungstücher 3-in-1 für Normale und Mischhaut. Gell? Die hier aber im Doppelpack hier.
Gell? So. So, warte. Das hier lege ich mal auf Seite. Das ist Action. Und ich muss halt meine Tüte tun hier. Das ist Action. So. Also im Action habe ich 14,82 Euro bezahlt. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video hier. Dann brauche ich im nächsten Video nicht zu erwähnen. Stellen wir mal gerade auf die Seite. Oh. Jetzt riecht hier alles schön frisch nach Hygienespüler. Nicht schlimm, ich habe das Fenster auf. Ich muss gleich sowieso noch kurz hier rausputzen. Dann habe ich hier für 69 oder 99 Cent, ich weiß nicht, unsere Sonntagsbrötchen mitgeholt im Nettomarkt. Dann habe ich im Nettomarkt für 1,29 Tomaten mitgeholt. Für 1,19 Euro Alaska Seelachsmus, gell? Für 1,49 Körniger Frischkäse. 1,99 mein Presso mit Kräutern der Provence. Ich sehr gerne. Dann habe ich hier für, ich meine 1,70 Euro oder so, Lachsschinken im Kräutermantel geholt. 150 Gramm. Habe ich einmal die geholt. Dann für 2,79 unsere Dino Nuggets habe ich genommen. Dann für, ich meine 1,90 Euro. Ich weiß ja gerade, ne, genau. XXL 2 plus 2 gratis, diese Bodenhaltung, frische Eier. Dann habe ich für 1,39 Euro, ist im Angebot im Nettomarkt, Koch-Hinterschinken, 200 Gramm. 1,09 Euro Rahmkäse, extra cremig, 150 Gramm. Für 1,79 Euro. Truthahn-Salami, 200 Gramm. Dann für 95 Cent jeweils ein Liter Milch, ne, die 1,5er. Für 2 Euro paar zerquetschte plus 1 gratis diese Kinder Country. Für 1,19 Euro und halt eben 25 Cent Pfand ACE-Trink. 25% Fruchtgehalt plus 7% Karotten. Gehalt. 1,5 Liter. Ne? Trinke ich auch zwischendurch mal ganz gerne. Dann für meine Hunde hier für 59 Cent diese leckere Kauröllchen mit Lamm und Reisspießkäse. Kennt ihr auch schon von uns. Dann für 99 Cent habe ich hier geholt von Schappi Zahnpflegesticks. Da sind 7 Stück drin. Für 1,19 Euro Geflügel Paprika Mortadella. Und für 1,19 Euro Geflügelbierschinken. Für 2,99 Euro darf mein Chicken Burger Patties, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. 1,99 Euro Patty Fun Naga Menü Mix für meine Jungs und meine Meerschweinchen. So, dann haben wir den Korb leer. Im Nettomarkt habe ich 38,11 Euro bezahlt. So, dann kann der Korb hier mit den Tüten erstmal darüber. So. Dann habe ich im DM von Dein Bestes dieses Kleintierstreu hier wieder geholt für meine Meerschweinchen und für meine Häsin. So. Ja, dann wie schon gesagt, habe ich mir einen 6er Sprudel geholt, diese kleinen. Eine können wir direkt schon wieder draußen lassen. Die brauche ich nämlich zum Trinken. Anderen stellen wir direkt mal da drunter. Ich muss jetzt immer mal so ein bisschen hier rüber switchen. Dann habe ich im Action diese Coloradios geholt für meinen Mann. Und mein Mann hatte im Action noch so einen kleinen Energy Drink für 38 Cent. Im Lidl hat mein Mann für 79 Cent sich einen Energy Drink geholt. Und mein Mann hatte ein Pizzabrötchen und noch irgendein anderes Teilchen gehabt. Genau. Dann hat mein Mann sich an der Tankstelle Filterzigarillos geholt, diese Zigarrendinger da,
für 2,50 Euro. Und im Lidl hat er sich Drehtabak geholt. Genau, für 5 Euro und hast nicht gesehen. So. Dann haben wir hier für 1,29 vom Lidl American Style Sandwich Weizen extra soft 750 Gramm. Ja, wir essen mittlerweile diese größeren lieber als die kleinen. Die kleinen gehen auch zwischendurch mal, aber die großen hier sind besser. Dann habe ich im Lidl für 1 Euro paar zerquetschte diese XXL Milbona Mozzarella geholt. Enthält 2 Kugeln. Die kommt bei uns auf die Pizza mit drauf. Dann war im Lidl für 99 Cent Ketchup im Angebot, aber nur mit der Lidl Plus App. Nur mit der App. Kania Tomatenketchup, 500 Milliliter Tomatenketchup. Habe ich direkt 2 geholt, 99 Cent. Das lohnt sich dann nämlich. Und auch die Mayonnaise. Genau, und diese Delikatesse Mayonnaise auch 99 Cent, aber nur mit der App halt, gell? So. Dann für 1,99 Euro habe ich hier diesen Mozzarella Käse geholt für auf die Pizza. Dann für 1,29 Euro noch im Angebot frische XXL der Pizzateig. Für 69 Cent kam eine Gurke mit. Für 99 Cent Sonnenmais, kommt auch auf die Pizza. Dann habe ich für 1,49 Thunfisch in Sonnenblumenöl. Für 75 Cent feinste Pastete mit Pute. Das kriegen meine Hunde jetzt gleich zum Essen. Dann habe ich gegrillt. Dulano Kochhinterschinken war runtergesetzt auf 1,39 Euro. Kommt mit auf die Pizza. Und für 2 Euro paar zerquetschte habe ich hier von Dulano Käse Salami geholt. Esse ich auch mal ganz gerne mit dem Käse rundherum. Dann für 1,89 Euro habe ich hier mit Kalb für meine Hunde wieder geholt. Gell? Die kennt ihr ja mittlerweile. Ja, genau, hier ist der Drehtabak von meinem Mann. Können wir mal da hinstellen. Und ab 1 Euro Einkaufswert habe ich dieses Duschgel geschenkt bekommen. Von Keen, wie auch immer. Kostet eigentlich 85 Cent. 400 Milliliter Vorteilsgröße Duschgel. Blütenwunder. Pflegt und verwöhnt pH hautneutral. Ohne das Sulfate mit edlem Blumenduft für alle Hauttypen. 400 Milliliter. Das habe ich vom Lidl geschenkt bekommen. Riecht sehr, sehr gut. Wenn das auch so riecht und auf der Haut bleibt, ist ja in Ordnung. Nicht so wie das letzte. So. Dann habe ich für 65 Cent mal eben Pfand zweimal Cola geholt. Cola gibt es bei uns nur, wenn wir auch mal deftig essen. Deftig essen machen wir jetzt vielleicht 2-3 Mal in der Woche. Ne? Und dann trinken wir mal was Cola dabei. Und für 95 Cent habe ich nochmal Mini-Romana-Salat geholt. Für uns, aber auch für meine Meerschweinchen habe ich das genommen. Genau. So, dann ist das auch schon fertig. Aber ich sehe gerade, dass ich hier euch die Sachen vom Action, glaube ich, doch schon zeigen kann. Weil vom Action, das ist ja, glaube ich, nicht so viel gewesen jetzt. Nee. Wartet mal. Das und das. Machen wir mal eins nach dem anderen. Dann habe ich mir, ich zeige euch vom Action das jetzt auch noch hier rein. So, von DecoTime habe ich mir diese 5x Inkpads geholt. Diese Stempelkissen. Da habe ich mir einmal die geholt, die haben mir gut gefallen. Und ich habe mir einmal die geholt, die haben mir gut gefallen. Für in mein Gedankenbuch mit den Schablonen schön da reinzumachen. Kann ich euch mal zeigen. Das habe ich mir genommen.
Ja, für 99 Cent habe ich hier Teddy Care, diese feuchte Tücher geholt für meine Hunde. Genau, so. Dann habe ich mir im Action diese Schupper Schubs, diesen Labelloma geholt, in Wassermelone. Genau, Lip Balm, 7 Gramm mit Wassermelone. Wollte ich mal ausprobieren mit Schupper Schubs. Genau. So, muss man gerade gucken, was sonst noch was vom Action. Nee, genau. Rossmann mache ich extra. Vom Action habe ich aber noch diese zwei Getränke-Dinger hier. Das ist Glas. Außenrum, das ist Silikon. Hat einen Strohhalm, der aus Glas ist. Und dann könnt ihr einmal daraus trinken oder zumachen. Gell? Entweder daraus trinken, dann könnt ihr diesen Penüppel hier oben zumachen für den Strohhalmbehälter. Seht ihr? So, da kommt der Strohhalm rein. Wenn ihr mit dem Strohhalm trinken wollt, dann ist der oben zu. Oder andersrum. Macht er da zu und macht da auf und könnt da oben raus trinken. Fand ich super genial. Habe ich mir einmal in der Farbe geholt für 1,99 und einmal in rosa geholt. Und so ein Glas Strohhalm habe ich noch keins. Dann dachte ich mir, für Säfte zu trinken oder für Latte Macchiato oder sowas, gell? Die werden gleich gespült. Genau, die werden gleich gespült. Und dann probiere ich die aus. So, dalle. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles. Genau. Den Rossmann zeige ich euch extra. Da will ich mich gemütlich hinsetzen und mit euch die Produkte in Ruhe durchgehen. Und euch zeigen, weil es sind nämlich neue Produkte. Genau, so. Jetzt werde ich mal alles wegräumen. Und dann werde ich mal den neuen Putzlappen ausprobieren und die Küche hier mal gerade so ein bisschen durchputzen, bevor meine Hunde laufen. Weil ist ja mir der gute Hygienespüler runtergekracht. Passiert, mein Gott. Genau, und dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Ach so, stimmt, für 10 Euro hat mein Mann sich noch so eine Spielekarte geholt für sein Online-Zockerspiel. Genau, hat er sich noch Guthaben aufgeladen. Bevor ich das vergesse. Genau, und das haben wir noch geholt. So, und das war es eigentlich auch. Ja, haben wir alles. Okay, dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.